Hallo, mein Name ist Eckhard Matter, Revierleiter des Forstrevier Weinsberg beim Forstamt in Heilbronn. Habitatbäume, die finden wir schwerpunktmäßig in alten Beständen, in alten Wäldern, sagen wir es ganz einfach. Ja. Hier haben wir einen Wald, oder sind im Übergang zwischen mittelalten und wirklich sehr alten Wald. Der ist kartiert als 200-jähriger Wald. Und da finden wir natürlich diese Bäume, die wir dann Habitatbäume nennen, sprich mit Strukturen. Strukturen heißt zum Beispiel große Höhlen von Schwarzspechten, Faulstellen, alle diese Geschichten. Wir sind Holz- oder Waldnutzer, probieren aber natürlich den Spagat zwischen wirtschaftlicher Funktion des Waldes und auch Naturschutz- und Erholungsfunktionen. Wir probieren auf gleicher Fläche allen gerecht zu werden. Und hier probieren wir dieser ökologischen, dieser Naturschutzschiene gerecht zu werden. Wir nutzen Teile des Waldes nicht. Dieser Baum veranlasst mich, ihn jetzt als Habitatbaum zu markieren, weil er hat eine Spechthöhle, eine wunderschöne Spechthöhle auf halber Höhe. Das sind die Sonderstrukturen, die wir an Habitatbäumen wünschen. Es können 10 Bäume, es können 15 Bäume sein. Ich kann ein ganzes Ensemble zusammenfassen und das nenne ich dann Habitatbaumgruppe. Wird markiert, wird zusätzlich vermessen, dokumentiert. Dazu haben wir unsere Technik, das heißt mit GPS-Daten wirklich verortet und ist dann, vorhin war der Begriff Tabu, wird dann wirklich für alle Ewigkeit aus der Nutzung entnommen. Ja, warum ist Totholz wichtig? Es heißt zwar Totholz, aber es lebt eigentlich. Es ist gar nicht tot. Wird bewohnt dann von allen möglichen Spezialisten. Das sind in erster Linie auch Käfer. Käfer, die auf dieses alte, dicke Totholz angewiesen sind. Es können sein Schnecken. Hier ist jetzt eine ordinäre Schnecke, die natürlich auf dem Boden lebt. Und dann sehen wir hier diese Faulstellen, diese Mulmhöhle. Hier hat früher mal ein Specht gearbeitet, bevor dann irgendein Sturm oder eine mechanische Überlastung diesen Baum dann abbrechen lassen hat. Aber das sind genau diese Sonderstrukturen, die in dem Fall das naturschützerisch wertvoll machen. Wald ist für mich auch Wohlfühlraum und es ist wichtig, dass andere Menschen das hoffentlich ähnlich empfinden. Und mein Job unter anderem vielleicht den Wald so zu gestalten, das ist ein Privileg, das ich habe, ja, ich darf Wald gestalten. Und ihn so zu gestalten, dass auch nicht nur ich, sondern auch andere damit zufrieden sind. Wir behalten den Wald im Auge. An über 800 Standorten in Baden-Württemberg.